Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. In dem Video zeige ich euch, wie ihr den Ludmilla-Führerstand für Zusi 3 einfügen könnt. Und zwar gibt es ja aktuell nur einen 2D oder einen quasi einen Demo-Führerstand, sag ich mal so. Kann ich euch gerne mal ein Bild einblenden, so sieht er aktuell aus. Und wie ihr jetzt den 3D quasi reinkriegt, zeige ich euch jetzt. Erstmal geht ihr auf den Link in der Beschreibung, dann kommt ihr auf diese Seite hier, das ist Zusi Forum. Dann scrollt ihr hier ein bisschen runter und dann findet ihr dort einen Link vom lieben Doho. Der hat hier nämlich einen 232, also Ludmilla Führerstand zum Testen hochgeladen. Link zu dem, zu der Stelle, also zu dem Forum hier natürlich in der Beschreibung. Und Link zu ihm natürlich auch in der Beschreibung, weil er ist der Entwickler, deswegen möchte ich auch ihn gerne erwähnen. So, dann gehen wir auf den Link hier, auf den Mediafire-Link. Laden uns das hier einmal herunter. Habe ich schon runtergeladen, deswegen nicht wundern. Das dauert kurz. Kurz später ist es auch heruntergeladen, dieser Ordner hier. Dann machen wir einen Doppelklick darauf. Dort finden wir einen 132 Ordner und weitere Dateien. Jetzt gehen wir im zweiten Fenster im Explorer zu folgendem Pfad, den ich euch kurz mal zeigen werde. Also ihr müsst in euer Zusi-Verzeichnis rein. Das findet ihr, bei mir ist es unter Programm 86, Steam, Steam Apps, Common, Zusi 3, Aerosoft Edition. Wie das bei der Stick Edition ist, weiß ich nicht, aber da müsste es dann, wenn ihr in dem Verzeichnis, müsste es genauso aussehen oder so ähnlich wie hier. Dann müsst ihr in Zusi Data, Rolling Stock, Deutschland, Epoche 4, Dieselloks, DDR und da habt ihr den 132 Ordner. Jetzt zieht ihr einfach diesen 132 Ordner hier einfach so rein. Und falls ihr euch fragen sollt, ersetzen, bei mir will er jetzt ein bisschen mehr ersetzen. Bei euch müssten, glaube ich, viele paar Sachen ersetzt werden. Einfach ersetzen. Ihr könnt vorher auch gerne noch ein Backup davon machen. Einfach den Ordner kopieren, hier runter und dann einfach umbenennen in 132 Backup, falls ihr auf Nummer sicher gehen wollt. Dann auf Datei im Ziel setzen. So, und schon ist es fertig. Jetzt gehen wir mal in Zusi rein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, angekommen in Zusi, gehen wir auf Simulation, Fahrplan öffnen. Jetzt müssten wir theoretisch den Fahrplan bearbeiten oder wir suchen einen raus, wo die Ludmilla verbaut wurde. Ich glaube, soweit ich weiß, ist die Ludmilla auf der Ruhrtalbahn verbaut, in dem S-Bahn-Ruhrtalbahn-Takt. Ja, fiktive S-Bahn-Ruhrtalbahn 2005. Dort ist die verbaut. So, dann sind wir drin. Ich meine, unter Deko-Güterzüge müsste eine 232. Aufgabe dabei sein. Bingo, da ist sie. Dann klicken wir auf Starten und dann sehen wir es gleich wieder, wenn wir drin sind. So, dann drücken wir F4 für den Zeitsprung. So, tada, da sind wir. Im Ludmilla-Führerstand. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr wisst jetzt, wie man es installiert. Wir denken trotzdem, das ist nur ein Testführerstand. Der offizielle ist noch nicht da. Der wird noch gebaut. Lasst trotzdem gerne mal ein Like da. Schaut bei dem Typen vorbei, der ihn gebaut hat. Und bis zum nächsten Mal.